Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Ich befinde mich gerade in einem Ort, wo man sich mal wieder fragt, wenn man in Los Angeles ist, in so einer Gegend oder so einer 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 oder so einer, da fragt man sich, wie kann es sein, dass man innerhalb von einer halben Stunde, 40 Minuten in so einem Ort sein kann. Es ist wirklich wieder ein super Beispiel dafür, wie abwechslungsreich Kalifornien und auch Los Angeles ist. Also heute mal wieder eine kleine Empfehlung für euch für den Urlaub. Aber bevor wir dazu kommen, auf Anfrage möchte ich ganz kurz nochmal über ein Thema sprechen, und zwar den Jahrhundertesturm Hurricane Hillary, der gerade am letzten Wochenende hier in Los Angeles in ganz Kalifornien war. Dafür gehe ich aber kurz zurück ins Studio, denn es sind gerade 35 Grad und ich möchte euch das nicht in praller Sonne hier erzählen. Also, so ein extremes Wetterevent ist hier für die Medien ein gefundenes Fressen und wird gerne mal sehr übertrieben dargestellt. Leider auch in diesem Fall. Und ich zeige euch das alles mal so ein bisschen, wie der Tag abgelaufen ist, einfach hier mit ein bisschen Bildmaterial. So ist das dann am Tag zuvor gewesen. Ein bisschen bewölkt, etwas Wind. Und Leute, die Panikeinkäufe machen. Habe ich auch von vielen Freunden gehört, die es berichtet haben aus anderen Supermärkten hier beim Costco, bei mir um die Ecke. Lange Autoschlange teilweise bis zur Straße. Aber ich will es dir nicht übel nehmen. Wenn man halt wirklich hundertprozentig auf diese Nachrichten gehört hätte, dann klang das schon alles sehr extrem. Am Tag des Hurricanes sah es dann so aus. Am Morgen leichter Regen, dann ein paar Stündchen später stärkerer Regen. Ich musste dann los noch zu Freunden fahren und die ersten Straßen standen auch schon unter Wasser. Und das sieht jetzt für Deutsche extrem aus wahrscheinlich, aber die Leute von euch, die schon länger bei mir dabei sind, sehen das dauernd in Videos. Wenn es mal regnet, nach einer halben Stunde sehen in L.A. leider teilweise die Straßen so aus. Also es dauert 30 bis 60 Minuten bei starkem Regen und so ist es dann. Das ist auch schon das ganze Jahr über so gewesen. Hat ja viel geregnet dieses Jahr im Winter. Das ist auch im Prinzip schon der Höhepunkt des Sturmes gewesen. Auf den Highways ist es dann natürlich etwas gefährlicher. Da muss man sehr vorsichtig fahren, gerade in L.A., weil viele Leute auch nicht mit Regen umgehen können. Wobei der zweite Höhepunkt war dann, ich saß dann wirklich im Auto. Also wirklich genau so war es. Das war so ein krasses Timing. Drücke den Startknopf im Bronco. Motor geht an und filme gerade nochmal den Regen. Vor euch dachte er, mach nochmal eine letzte Einstellung, weil da hat schon wieder kaum geregnet. Und plötzlich dachte, hä? Was ist jetzt mit meinem Auto los? Ganz ehrlich, ich habe mich schon in der Werkstatt gesehen. Dann kriege ich aber wenige Sekunden später diese Nachricht hier. Es war ein Erdbeben. Tatsächlich an diesem Tag noch dazu, dass Hurricane, von dem dann alle gesprochen haben. Stärke 5,1, das ist schon ziemlich hoch, aber nicht so, dass irgendwas Dramatisches passiert. Also wenn man nah im Zentrum war, wie ich zum Beispiel, ich war tatsächlich ziemlich nah dran, hat man es auf jeden Fall gemerkt. Aber da ist jetzt nichts zu Schaden gekommen und so weiter. Vielleicht irgendwo in der Bar ist eine Flasche runtergefallen oder so, aber glücklicherweise war es das dann auch schon. Den ganzen Tag über hat es noch geregnet und am nächsten Tag sah es dann so aus. Leicht bewölkt am Morgen und dann klarer, sonniger, blauer Himmel mit einem wunderschönen kalifornischen Sonnenuntergang. Mexiko hat es leider ein bisschen härter getroffen. Da hat man Bilder gesehen, das ist schon ziemlich heftig gewesen. In L.A. ist, was so das Extremste war, das Dodger Stadium. Der gesamte Parkplatz stand unter Wasser. Und das liegt dann auch wieder daran, dass das Dodger Stadium in einem Canyon, in einer flachen Schlucht gebaut wurde, die vorher dafür bekannt war, dass sie immer schön das Regenwasser aufgefangen hat. Nicht so intelligent, da ein Stadion reinzubauen. Ja, so deswegen gab es dann dieses Bild, das im Internet kursiert ist. Übrigens danke an all die Nachrichten. Mir haben viele geschrieben, hey, alles gut und so weiter. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Ihr habt es ja auch dann auf Instagram schon gesehen, da hatte ich das ja alles live mitverfolgt und so. Auch in San Diego genauso, habe ich dann bei Bill gesehen, der hatte eine Story gepostet. Am Tag danach wieder blauer Himmel, den ganzen Tag einfach nur über Regen davor. Weiter raus von L.A., so in der Wüste, da wo das Wasser nicht so gut versickert und wo halt wirklich Regen jedes Mal heftig ist. Vor allem, wenn es dann wirklich so viel regnet wie ansonsten im ganzen Jahr an einem Tag. Zum Beispiel Cathedral City in Kalifornien ist außerhalb von L.A. und auch in Palm Springs. Da hat man schon Bilder gesehen, die dann definitiv unschön sind. Und diese Bilder wurden dann natürlich auch nur in den Medien gezeigt. Und überall heißt es Kalifornien, katastrophische Fluten und Zerstörung und Nachrichtenartikel auf CNN, dem größten Nachrichtensender überhaupt. Wir sind nicht dafür gemacht. Tropischer Sturm Hillary
zerstört Kalifornien mit starken Regen und katastrophischen Fluten. Und das erste Video, was direkt ganz oben gezeigt wird, was so schon heftig aussieht, ist aus Mexiko. Falsche Darstellung dann von sowas, das kann einen wirklich aufregen, aber ihr kennt es ja, man kennt es ja aus den Nachrichten. Also zumindest in den USA ist es immer so, kein einziger Artikel im ganzen Internet zeigt, dass es halt in den meisten Gegenden, in L.A., in San Diego etc., wirklich sehr glimpflich ausgefallen ist. Niemand sagt, hey, das war echt für viele beängstigend und hätte auch richtig schlimm ausgehen können, aber glücklicherweise war es nicht so schlimm. Niemand hat das gesagt. Glücklicherweise war es für viele einfach nur ein regnerischer Tag. Ich finde es gut, wenn die Nachrichten warnen vor etwas. Und das ist ja wichtig, dass die Leute wissen, was auf einen zukommen kann. Aber dieses Übertreiben und sehr einseitig darstellen, so klicken die Leute auf die Artikel und so macht man Geld. Solche Dinge werden da gerne mal ausgenutzt. Und jetzt kommen wir noch zu einem Ort, der gerne mal ein bisschen mehr Regen gebrauchen könnte. Und los geht's. Wir sind hier heute im Malibu Creek State Park. Um dorthin zu kommen, gebt ihr dies einfach in eurem Navigationssystem ein und ihr findet ganz einfach dorthin. Leider ist das hier nicht gratis, kostet 3 Dollar die Stunde bzw. 12 Dollar maximal am ganzen Tag. Und man zahlt das direkt am Eingang hier in diesem kleinen Häuschen, also kann man gar nichts falsch machen. Und dann gibt es diverse Parkplätze, wo man parken kann. Von dort aus gibt es dann diverse Wanderpfade, die aber alle ausgeschildert sind. Da gibt es Karten, aber guckt euch das vielleicht vorher nochmal genauer an. Und dann direkt hinter dem Parkplatz ist man quasi auch schon direkt hier. Ziemlich schwer vorzustellen, dass vor 24 Minuten im Prinzip ist von Tür zu Baum die Distanz von mir zu Hause bis hierher 24 Minuten ohne Verkehr, was jetzt gerade so war. Und dann ist man hier. Ist natürlich super schön im Frühling dann, wenn es geregnet hat und so, dann ist hier alles, also das ist wirklich Hawaii, das ist hier Jurassic Park quasi und nicht eher so eine Savanne. Savanne, ist das ein Wort? Badewanne. Apropos Badewanne. Egal wann ihr kommt, packt die Badehose ein und das werdet ihr gleich sehen, was der Grund dafür ist. Hier gibt es diese geilen, ja, Präriehunde sind es nicht, Prärieratten. Prärie-Eichhörnchen. Wo sind sie denn? Ja, da. So ganz magere kleine Eichhörnchen. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Okay, was jetzt aber ziemlich interessant ist, ich war vor anderthalb Wochen, ja, fast vor genau einer Woche zum ersten Mal tatsächlich hier. Das ist aber nicht das Interessante. Aber das war vor diesem Sturm, vor diesem langen Regen-Hillary-Tag. Und das hier war alles nicht da. Das hier, hier, war kein Fluss. Das war alles trocken. Nur Steine. Und ein Tag mit viel Regen und plötzlich hat man hier wieder Wasser. Zumindest für vielleicht eine Woche oder zwei. Also ich bin erstaunt. Sehr schön. Freue ich mich. Ich habe erwartet, dass es jetzt eher wieder halt nur trocken ist. Sometimes I get to thinking that my life might be wrong. I wonder what kind of man I'd be if I had moved away from my hometown and my folks. Wonder what I feel like today. All this here thinking's enough to drive a man insane. But my mind has always been. Also wenn's richtig in der Regenzeit ist, dann ist auch hier überall Fluss, Bach, sieht man ja an dem Gestein hier.
Ich kann wirklich kaum erwarten, hier nochmal im Winter, Frühling herzukommen und euch das dann zu zeigen. Aber wir sind gleich am ersten Highlight dieser Wanderung angekommen. Das hier ist der sogenannte Rock Pool. Erinnert mich so ein bisschen an Spanien-Urlaub früher. Da gab es auch so kleine Wanderungen und dann gibt es ja so einen kleinen Ort mit Wasserfall, wo man baden kann. Das hier ist jetzt auch wirklich nicht weit vom Parkplatz entfernt. Man kann da auch, wenn man nicht gerne lange wandert, wirklich innerhalb von, was weiß ich, einer halben Stunde sein, 40 Minuten. Bei mir dauert alles länger wegen der Kamera. Jetzt nach einer kurzen Erfrischung geht's weiter zum nächsten Highlight dieser Wanderung. Übrigens, ich kann auch noch mal empfehlen, nicht am Wochenende hierher kommen. Da wird es wirklich richtig, richtig voll. Dieser Ort ist ziemlich beliebt. Jetzt gerade, heute ist Freitag, 5.30 Uhr. Selbst zu dieser Zeit ist hier doch schon ein, zwei Personen. Ich höre hier irgendwie ja, so ein kleines Wasserfällchen. Ein Wasserfällchen. Guck mal an, du. Oh, ja, guck mal, du. Ist das reißender Fluss oder schon Wasserfall hier, du? Hammer! Ich glaube, eins der sieben Weltwunder hier. Und entlang diesen gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wieder so eine geile Aussicht. Man kann sogar sehen, da rein und dann da hochwandern und so. Das machen wir jetzt nicht. Aber wie geil ist das? Das ist echt hier schon Colorado-Style. Erinnert mich echt da an die Gegend. Wirklich richtig geil. Und dann vor allem noch der Mond während des Tageslichtes heute. Und dann diese schöne natürliche Landschaft. Und genau hier neben, hier war der Drehort für eine Filmlegende. Der erste Planet der Affen wurde hier gedreht. 1968. Ihr seht da einen See und fragt euch, weil das hier, guckt, das hier ist wirklich hier. Ja? Seht ihr hier den kleinen Weg, der nach oben geht? Hiking Trail und dann hier geht's auch runter. Das ist hier. Hiking Trail und dann hier. Aber da fragt man sich ja, hä, wie ist das? Das ist doch ein See. Wo ist denn der? Nix. Ja, vor 60 Jahren war hier mal ein See. Beziehungsweise hier ist immer noch ein See. Da gehen wir jetzt noch hin. Der Century Lake Dam. Aber der ist nicht mehr so gefüllt wie damals. Aber immer noch ganz nett. Nochmal einmal hier Planet der Affen. Schön. Schöner Planet, du. Toll. Also hier wurde Filmgeschichte geschrieben in diesem Malibu Creek State Park. Und das ist nicht der einzige Film. Also hier wurden sehr viele Serien und Filme gedreht. Eine davon ist auch noch ausgeschildert. Das ist so noch so anderthalb Kilometer in die Richtung. Die gucken wir jetzt auch gleich noch an. Für alle Reitfreunde. Ich meine, hier kann man sogar reiten. Das muss man irgendwo buchen. Könnt ihr selber mal nachschlagen. Findet man sicher im Internet. Hier spaltet sich gerade der Weg. Die Natur hat sich wieder so ein bisschen verändert.
und sehr passend zu dem Drehort dieser nächsten Serie. Kurz für Mobile Army Surgical Hospital war eine amerikanische Fernsehserie von 1972 bis 1983, die während des Koreakriegs spielte. Vor allem war die Serie bekannt für ihren schwarzen, sarkastischen Humor, der gleichzeitig tiefgründige Botschaften transportierte und mithilfe dessen die Hauptcharaktere mit den Herausforderungen des Krieges umgingen. Die Serie hatte eine klare Anti-Kriegshaltung. Revolutionär, vor allem wenn man bedenkt, dass sie während des Vietnamkriegs produziert wurde. Sie schaffte es, Komödie, Drama und Kriegsfilm zu verbinden. Im Vergleich zu vielen anderen Kriegsfilmen schaffte MASH es, diese schwere Thematik realistisch darzustellen, mit einem Fokus auf medizinische und humanitäre Aspekte. Es ist eine der erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten, erhielt 99 Emmy-Nominierungen und die letzte Folge im Jahr 1983 hat bis heute die höchste Einschaltquote der amerikanischen Fernsehgeschichte mit ganzen 77%. So gut wie die gesamte Serie, ganze 256 Folgen, wurde hier in diesem Park gedreht. Bis auf die Innenaufnahmen, die in den Fox Studios in Beverly Hills aufgenommen wurden. Auch geil, hier ist sogar ein Camera Holder für Leute, die hier ein Bild mitmachen wollen. Ganz schön viel Vertrauen, dass sie den hier einfach so parken und den Leuten vertrauen, dass sie den nicht zerstören. Weil es gibt hier sehr viele dumme Leute. Kann man wirklich auch. Hallo. Das ist auch noch ein Hauptdarsteller von früher. Wo ist er hin? Da lebt immer noch. Nee, dass sie den Leuten vertrauen. Hier kann man sogar rein. Also ich sag jetzt einfach mal, wenn hier so ein Stuhl steht, dann nehme ich mal an, dass man da rein darf. Jetzt fehlt nur noch, dass das Ding unter mir zerbricht. Ist gut, wenn man keine Freunde hat und immer alleine überall hin muss und niemand einen filmen kann, dann hat man wenigstens so eine 360-Grad-Kamera. Sieht übrigens aus, als würde ich gerade nackt hier drin sitzen. Mache ich vielleicht auch. Erfahrt es in der nächsten Folge. Hallo. Die Stunde der Wahrheit jetzt. Ja, schön. Okay. Knöllchen oder nicht Knöllchen? Das ist ein Zettel. Aber das ist nur mein Parkticket, für das ich gezahlt habe. Puh, Glück gehabt. Bin 25 Minuten zu spät. Aber geschafft. 3-4 Kilometer zurückgelaufen. Mit dem fetten Bärenmies im Rucksack. Die schönen Rucksackspuren. Okay, keine Lust jetzt nochmal die Kamera rauszuholen. Also, ja, heute gab es mal wieder zwei sehr gute Beispiele dafür, was die Natur so bringen kann. Auf der einen Seite leider Zerstörung, wie wir am Anfang gesehen haben. Und auf der anderen Seite das hier. Wie soll man es zusammenfassen?
Leben auf der anderen Seite. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ein guter Tipp für den Urlaub. Ich kann es nur empfehlen und nehmt euch einfach die 4 Stunden bzw. das Ganztagesticket für $12. Das lohnt sich schon. Da müsst ihr hier nicht blöd durch die Gegend laufen, so wie ich. Das war jetzt wirklich ziemlich anstrengend am Ende. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vielen Dank an euch fürs Anschauen. Vielen Dank an alle YouTube-Mitglieder, an alle Patreonen. Vielen Dank. Vielen Dank an die Blumen und wie lieb von dir. Wen gibt es noch? Ach ja, Merchkäufer, Musikanhörer. Vielen Dank an euch. Und ich wünsche euch etwas Gutes. Auf Wiedersehen und Peace.